Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von All in One. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und werden heute natürlich ein bisschen weitermachen, weil heute steht auf dem Plan, dass wir den Flughafen weiterbauen. Wir sind ja mittlerweile Stufe 2, das heißt, wir haben den großen Terminal freigeschaltet, wir haben die große Wartehalle freigeschaltet und da können wir natürlich jetzt ein bisschen ansetzen und können gucken, dass wir den Flughafen ein bisschen vorantreiben, weil vielleicht schaffen wir es, dass wir Stufe 3 noch erreichen. Da können wir die eigene Fluglinie eröffnen. Und das wäre eine sehr, sehr coole Sache, weil dann wird man ein bisschen Geld dadurch verdienen. Und deswegen möchte ich da so ein bisschen dran setzen, dass wir eben da schnellstmöglich so ein bisschen, ne, einen Attraktivitätswert irgendwie nach oben bekommen, weil ich glaube, Passagiere, das ergibt sich von selbst und deswegen müssen wir da halt natürlich ein bisschen ausbauen. Ich habe noch was anderes gesehen und zwar haben wir ja auch einen Freeway, wo wir noch ein Kreuz bauen möchten in der Nähe des Flughafens. Den muss ich nochmal komplett umdenken, weil die Start- und Landebahnen da mir in den Weg kommen und das ist ein bisschen ungünstig. Deswegen schauen wir mal, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen umbauen. Ich werde es euch gleich mal zeigen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie wir den Freeway denn verlaufen lassen, weil so, wie es jetzt aktuell ist, funktioniert es leider nicht. Ja, so ist es halt, ne? So ist es halt. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir liegen direkt los. Und das ist dieser Freeway, der hier entlang kommt und hier natürlich direkt eben zum Flughafen und auf den Flughafen trifft. Und das wäre halt nicht so vorteilhaft. Das heißt, wir müssen den Freeway hier vielleicht außen rumlaufen lassen. Ich weiß nicht, wie nah wir hier durch dürfen. Boah, wir haben ja hier diesen Hügel. Den müssen wir auch wegmachen. Und ich würde vielleicht hingehen und würde hier so eine Kurve reinbauen, dass wir hier hinten irgendwie entlang gehen. Das müsste weit genug entfernt sein vom Flughafen, denke ich, oder? Ja, das müsste weit genug entfernt sein. Wenn wir sagen, dass der Freeway hier hinten an dieser Stelle so ungefähr durchläuft, dann müsste das reichen. Weil hier hinten bauen wir ja eh nichts mehr hin, da würde das vielleicht passen. So, wir bauen aber erstmal ein bisschen am Flughafen weiter, weil der Freeway ist jetzt nicht allzu wichtig. Und gucken mal, dass hier, was hier so Sache ist. Eine Sache möchte ich noch schauen, wo wir jetzt wieder hier sind. Wie sieht es denn hier aus mittlerweile? Das scheint hier ganz gut zu funktionieren wieder. Hier haben wir ein bisschen Rückstau in die Richtung, aber nicht mehr. Doch hier auch ein bisschen, doch hier. Hier haben wir nach wie vor etwas Rückstau. Ich will mal kurz gucken. Weil die drehen nämlich. Ne, die drehen nicht, die wollen halt hier hin. Ja, das ist ja eben klar. Warum sind das aber so viele, die das möchten? Achso, nee, okay, alles gut. Ja, da hängt es halt momentan ein bisschen. Da hängt es momentan ein bisschen. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und natürlich gerne auch ein Abo für diesen Kanal. Unterm Video findet ihr einen Abo-Button oder rechts oben im Eck drauf drücken. Dann, ja. Dann könnt ihr auch direkt abonnieren. Ja, wir haben halt hier die Abfahrt. Haben wir hier ein Stop and Go? Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch, ja, ein bisschen. Naja, gut. Die hat tatsächlich schon, die ist höher hier eingestellt, ne? Ah, ne, ist sie nicht. Ist sie nicht. Wir werden hier mal... die... Set etwas hochstellen und gehen hier auch... 02, würde ich sagen. So, dann fangen wir da mal an. Schauen wir mal, wie das eben hier funktionieren könnte. Hier können wir noch eine kleine Sache vielleicht ein bisschen umbauen, wenn ich das gerade hier so sehe. Ob wir das ein bisschen beschleunigen, dass die hier eben reinkommen. Das mal auf die Weise. Machen das halt hier auch wieder zweispurig an der Stelle. Jetzt muss ich hier natürlich nur schauen, dass wir hier... Okay, jetzt machen wir ein bisschen in die Richtung. Was? Oder auch nicht? Mach mal hier. Ist so rüber. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier abzubiegen. Ihr dürft das aber hier nicht. Das gleiche mache ich jetzt hier, dass ihr hier abbiegen dürft, aber ihr nicht.
Wir regeln das mal wieder mit den Sachen hier. So. Machen wir hier die Zebrastreifen weg. Das machen wir hier auf. An der Stelle. An der nicht, weil wir hier eben überqueren sie ja den Weg. Jetzt muss man nur gucken, wie sich das entwickelt. Und dann dürfte das hier vielleicht etwas besser funktionieren. Man könnte nämlich das hier mit den Linksabbiegern und mit dieser Ampel und mit dieser Öffnung dann auch vielleicht ganz gut funktionieren. Schauen wir mal. Ich würde jetzt erstmal gerne hier hingehen und schauen, dass wir hier natürlich den Flughafen weitermachen. So, ich würde hier an dieser Stelle, das ist ja hier, genau, wir haben ja den Ultramodernen. Der hat ja auch eine U-Bahn hier drin, wie man sieht. Ja, das ist ja relativ egal. Das machen wir auf die Weise und schließen das so an. Und würde jetzt mal schauen, ob wir hier nochmal einen Snap kriegen. Tatsächlich, wir haben an jeder Seite einen Snap. Das ist ja großartig. Das heißt, wir könnten auch hier nochmal ein Stückchen weitergehen. Wollen wir das? Wir bauen erstmal den Rest fertig, würde ich sagen. Wir bauen erstmal den Rest fertig, bevor wir dann sowas hier anstellen. Weil ich möchte erstmal schauen, wie groß wir hier rauskommen. Das hat die Flugschneise drüber, ne? Wir müssen den Flughafen nochmal ein bisschen vergrößern. Ihn hier würde ich jetzt eben hier gerne mit reinbringen. Ist das richtig, dass wir den so rum platzieren? Ja. Wir würden den, würde ich sagen, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Gleise. Wir müssen uns da ja nicht beirren lassen. Wir gehen direkt über die Flugschneise drüber, würde ich sagen. Wir machen das auf die Weise, oder? Ja, dann haben wir hier auch nochmal eine U-Bahn. Er kann erstmal aus, weil er kostet mich einfach nur ganz gemütliche 5600. Und jetzt würde ich gerne schauen, wie wir hier eben anschließen. Wir haben ja hier die Hallen, die in die Richtung weitergehen. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Das macht es nicht einfacher. Im Endeffekt müsste ich den weiter vorbauen, ne? Warte mal, ultramoderner Flughafen. So das zu machen, ist ja auch doof, oder? Ich weiß es halt nicht. Guck mal, was wir hier so anstellen können. Weil ich habe ja auch noch gedacht, dass wir vielleicht hier in diese Richtung nochmal zwei Start- und Landebahnen machen. Das machen wir aber nicht. Ich habe mir das gedacht, aber dann haben wir die Zuglinie, die ist im Weg. Und das hier mittendrin so zu halten zwischen den Start- und Landebahnen ist auch Quatsch. Zwischen den Start- und Landebahnen ist ja normalerweise nichts. Deswegen machen wir das nur auf die Weise und lassen das hier eben irgendwo enden, würde ich sagen. Dann machen wir das hier so, dass wir hier nochmal ein Stück rausgehen und das hier so enden lassen. Dann machen wir hier nämlich den Bahnhof rein, würde ich sagen. So die Idee. Gut, dann haben wir das soweit angeschlossen. So sieht der Flughafen dann vollendet aus. Wild von der Konstruktion her. Wild von der Konstruktion her. Lassen wir das so. Also, das rechte Stück würde ich so lassen. Das linke Stück würde ich wegmachen nochmal. Das gefällt mir nicht. Machen das mal ein bisschen weiter hier weg. So. Das gefällt mir nicht. Da bauen wir nochmal anders. Aber wenn wir momentan nicht sehen, das Geld nicht unbedingt haben. Aber so ist es halt, ne? Ich würde, wenn, dann gerne auch hier an dieser Stelle nochmal so anfangen. Dann hier nochmal so ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Jetzt wird es halt spannend. Wie verbinden wir das? Wir könnten hier ja ein Eck machen, was aber auch nicht so schön wäre, glaube ich. Ich würde das gerne trotzdem mit so einem Bogen machen, dass wir halt, wenn dann nicht so ein direktes Eck haben, sondern eben so ein bisschen vom Winkel her ein bisschen offeneres. So, jetzt haben wir noch 153.000. Das ist echt nicht viel, ne?
Haben wir was angelegt? Investition. Oh, wir haben was angelegt. Oh, Gott sei Dank. Verkaufen. Oh, wir haben was angelegt. Meine Güte, bin ich happy. Stimmt, das war ja hier die Sache. Über 2,7 geht die nicht hoch. Da würde ich hier gerne nochmal eben für 600.000 kaufen. So. Gut. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Ich war mir echt nicht sicher, aber trotzdem nochmal gut gegangen. Das würde ich dann trotzdem nochmal hier auch vergrößern. Also ich würde dann hier an dieser Stelle, ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen die Optik hinbekommen, würde hier an dieser Stelle gerne auch nochmal hier ein Stück weiter gehen. Ja, ich glaube, das taugt ganz gut. Und ich würde, glaube ich, den Tower von der Seite hier, was kostet mich denn allein das Umsetzen? Das wäre 65.000. Dann ist das mir doch nicht so wichtig, habe ich gehört. Weil wir möchten jetzt erstmal nur das Notwendige machen. Dann haben wir hier vorne eben im Endeffekt wieder das gleiche Problem wie auf der anderen Seite, dass wir halt die Straße irgendwie schauen müssen, dass wir die anschließen. Na, dass wir das irgendwie hier eröffnen, aber den Hauptterminal finde ich sinnvoll auf jeden Fall. Den möchte ich halt auf jeden Fall bauen. Und den lassen wir hier so ein bisschen als sekundär. Ja. Und das müssen wir ja hier dann irgendwo anschließen. In dem Fall machen wir 3 Spuren. Auch wieder hier, so wie drüben. Im Endeffekt hätten 2 Spuren auch gereicht. Wir machen das eben so, dass wir hier die Sachen erstmal ein Stückchen noch weiter verlaufen lassen, dass es erstmal zu dieser normalen Straße übergeht. Na toll. So, dann haben wir hier das schon mal weg. Dann würde ich das gerne auch hier oben machen. Machen wir hier erstmal ein Stückchen weitergehen. So. Dann haben wir erstmal den Anschluss hier auch. So, dann. Gut. Jetzt kommt es halt drauf an, wie wir das anschließen möchten. Also, wir haben ja hier eben die Schnellstraße. Und die Schnellstraße, die wird hier ja wahrscheinlich ein Stück weitergehen, wird höchstwahrscheinlich hier unten durchgehen. Dann wird das zu einer Brücke, hier die Schienen. Und hier müssen wir halt irgendwo den Anschluss machen. Hier möchte ich dann Wohnungen hinbauen und vielleicht ein bisschen auch Tourismusgewerbe. Kann man das machen? Oder Unterhaltung, müssen wir mal schauen. Irgendwas von den beiden. Und dann müssen wir schauen, dass wir halt eben hier so ein bisschen den Straßennetz aufbauen, dass das halt auch irgendwie gut aussieht. Ich möchte das ja irgendwo in die Stadt integrieren. Das heißt so, dass man hier irgendwie einen Park vorne reinbaut oder so. Das machen wir jetzt eher weniger. Parkplätze, Parkhäuser auf jeden Fall. Aber das war's dann auch. Und da würde ich jetzt, boah, wie machen wir das denn? Erstmal schauen, dass wir hier den Anfang machen. Das heißt, wir haben hier eine 6-spurige, die hier durchgeht. Und das können wir halt anschließen auf einer Seite. Das soll ein bisschen wild hier alles werden. In dem Fall. Zum Beispiel so. Ja, das gefällt mir nicht. So und so vielleicht. So. Wenn wir das so machen. Als Anschluss. Dann hat man hier diesen Bogen. Das heißt, eine Seite hätten wir halt angeschlossen und die andere Seite, die oben. Ja, da wird es halt schwieriger, ne? Die oben. Könnten wir die denn machen? Wenn wir hier kleine Häuser hinmachen wollen, ist das echt nicht so einfach. Hier haben wir diesen Hügel. Boah. Wir haben halt schon diese Anschlüsse. Das ist halt schwierig. Jetzt müssen wir halt auch noch eine zweite Seite komplett anschließen. Das ist halt, da hätte ich halt gerne, wenn dann eine Zufahrt gehabt an dieser Stelle. Und das ist halt irgendwie alles miteinander verbunden. Das heißt, wir gehen hin.
Bauen hier erstmal noch ein Stückchen weiter. So. Und dann machen wir das so, dass wir hier natürlich dann so runterwandern. Auf die Weise. Wir machen das so, dass wir hier natürlich dann auch nochmal ein bisschen Brücke upgraden. So. Das gleiche würde ich jetzt auf der anderen Seite machen wollen. Da müssen wir aber auch erstmal von der Seite raus. So. Dann machen wir das so, dass wir hier das gleiche ungefähr machen. So. Also wird das rein als Brücke gemacht. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. So. So, das heißt, die haben den Kreisverkehr als Anschluss. Wir hätten also so momentan den Flughafen angeschlossen, wenn wir hier oben eben diese Ausfahrt noch machen. Das würde gehen. So, wir haben ja hier, wie gesagt, kleinere Häuser, was wir bauen möchten. Ich möchte aber trotzdem einmal, glaube ich, so eine Allee hier machen. Die machen wir dann hier direkt dran. Und hier auf der Seite machen wir das so. So, dann hätten wir einen Kreisverkehr mit sehr, sehr vielen Anschlüssen. Ich muss mal gucken, wie das da funktioniert. Aber mehr würde ich dann, glaube ich, nicht dahin machen wollen. So, das heißt, wir machen das mal weg. Gut, der Bogen hier ist natürlich ein bisschen hart für drei Spuren, die hier wieder rein müssen. Das ist halt schon verständlich. Würde ich hier das hier wegmachen, das hier hin, würde euch so extrem verbinden. So, gut. Also, das heißt, der Flughafen hier hat schon mal seinen Anschluss. Es könnte interessant aussehen, wenn die Häuser da stehen, was man halt hier drunter wieder macht. Da müssen wir halt mal schauen. Das weiß ich noch nicht. Ja, wie gesagt, Flughafen ist für mich persönlich immer sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen, aber ich habe da irgendwie immer meine Probleme. Jetzt würde ich gerne den letzten Anschluss hierhin noch machen. Das heißt, wir hätten eben diesen großen Terminal hier mit dieser Auf- und Abfahrt dann angeschlossen. In dem Fall würde ich hingehen und würde hier dann nochmal ein Stück weiter gehen. Dann wandern wir hier langsam nach oben schon. Wir lassen das einfach mal. Und würde hier dann eine größere Auf- und Abfahrt machen wollen. Okay, okay, okay. Gut. Ja. Sollen wir hier nochmal kurz ein bisschen investieren? Das wird ja eh nochmal geändert, dass wir hier nochmal ein bisschen Geld investieren für den Attraktivitätswert. Die Lounge würde ich zum Beispiel hier versuchen ein wenig mit reinzubringen. Die hat ja auch einen Wert, der nicht so schlecht ist. 60 hat der. Das würde ich hier dann auch nochmal machen. Was jetzt so logisch ist, weil das Terminal da ist, weiß ich nicht. Würde ich auch hier machen, weil ich würde, glaube ich, hier gar keine Flugzeuge anlegen lassen. Das würde ich hier dann wieder machen wollen. Wir haben hier eine Lounge. Oh, das hier hinten hin. Machen wir so mitten rein. Mach mal hier mitten rein. Mach mal hier nochmal hin. Ich weiß halt auch nicht, ob Flughäfen halt irgendwie zwei Terminals haben oder so. Da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall nochmal so eine Endstation haben. An dieser Stelle. Wie kann man das? Lässt man das einfach so enden? Es gibt sonst nichts anderes, oder? Es gibt halt hier eben dieser Knotenpunkt am Ende des Tages. Aber der ist halt Quatsch. Einen anderen hier hinzumachen macht wenig Sinn. Sonst haben wir hier nichts, was hier enden würde, oder? Nee. Haben die auch Werte? Die haben auch Werte, guck mal. So. Kriegen wir auf jeden Fall das vielleicht ein bisschen hier aufgehübscht. Oder halt, sag ich mal, so ein bisschen vom Wert her angehoben. Guck
gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Machen wir nicht. Das müsste ja ganz gut aussehen eben. Die haben nur diese Betonfläche drumherum. So, dale. Gut. Das hier ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, was man da irgendwie gemacht hat. Also es sieht so ordentlich aus und so gleich. Das ist nicht so schön. Würde ich hier auf jeden Fall den hier rausnehmen. Und würde da einfach nochmal so einen kleinen Hangar mit reinnehmen. Das war der kleine. Oh. War natürlich schlecht. Machen wir hier den größeren hin und dann daneben nochmal den kleineren. So. Und auch hier würde ich dann hingehen und würde eins der Flugzeuge wegnehmen und würde da nochmal den größeren Hangar hinmachen. Es soll ja optisch auch irgendwo ein bisschen was hermachen, ne? Es ist halt... Ja. Also bis jetzt sieht es halt noch nicht gut aus. Wir können allerdings, und das ist ja das, was irgendwie hier neu mit reingefügt worden ist, wir können hier natürlich... Mit dem Flughafen ist auch mit Snap verbunden. Das ist ja cool. Von der Art her. Ich wollte das mal ausprobieren. Dadurch, dass das Snap geht, das richtig gut. Haben wir sogar noch den kleineren. Ja, also fast perfekt, ne? Das zu bemalen wäre trotzdem logischer gewesen, weil wir dann uns die Objekte gespart hätten. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Das sieht ganz gut aus. Ja, da müssen wir jetzt halt gucken, wie wir das noch alles machen. Und wie wir das halt hier vor allem enden lassen. Das ist eben so diesen Punkt, dieser Punkt, den ich noch nicht so ganz weiß, was wir hier so hinmachen sollen. Das wird ja hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen umgebaut. Was haben wir denn hier mittlerweile? Guck mal, der Wert ist oben. Easy. Den haben wir drüber. Sehr schön. Das ist halt jetzt auch, umso höher der Wert, umso mehr Geld können wir halt für die Tickets verlangen. Das heißt, wir ist gar nicht so verkehrt, beim Flughafen halt mehr zu bauen für den Attraktivitätswert. Ja, und der wird auch noch höher werden. Dann kann das mal nebenher laufen. Und dann bauen wir hier mal auf jeden Fall diese Zufahrt. Diese Zufahrt, die würde ich wie folgt machen. Also, wir haben hier 6 Spuren. Ich könnte das komplett verbinden, aber ich würde halt, wenn, dann trotzdem irgendwie die Bereiche hier für die andere Seite auch noch mit reinnehmen. Das heißt, dass wir hier mit dieser Straße durchgehen, weil hier wird ja bestimmt weitergebaut. Also wir hören ja hier nicht auf, da werden ja auch nochmal Häuser entstehen. Und in dem Fall würde ich halt erstmal sagen, dass wir hier einfach durchschießen. Einfach so. So, da. Gut. Und dann schauen wir mal und hoffen, dass wir hier eine Note in der Mitte haben. Das haben wir sogar. Machen hier einfach mal Unterführung. So. Ist ja simpel gemacht. Und werden dann hier einfach eine Brücke draus machen. Im Endeffekt ist das, taugt das ja schon erstmal. Und jetzt machen wir hier einfach vielleicht, weil wir hier viel mit diesen Bögen oder ja viele gleiche Zufahrten gemacht haben, bauen wir das hier anders. Wir bauen das hier so, dass wir hier jeweils 2 Spuren reinlaufen lassen. Machen das so. Die Sache ist, wir machen das als Auf- und Abfahrt, würde ich sagen, oder? Wir machen das als Auf- und Abfahrt hier. Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Die Seite rüber, die Seite da. Das gleiche auf der, dann haben wir ja schon alles. Oder sehe ich das falsch? Wenn ich dann von der Seite aus hier den Bogen noch mache, dann haben wir doch schon jeden einzelnen Anschluss hier gemacht, oder? Täusche ich mich. Aber ja, von einer Seite, wir trennen das nicht. Wir haben auf jeden Fall Linksabbieger. Das ist aber okay. Wir lassen das mal hier anschließen. So. Gucken, ob das gleich richtig ist oder ob ich wieder was vergessen habe. Und so.
Na klar, habe ich was vergessen. Klar habe ich was vergessen, weil die Leute ja... Ja, nee, alles gut. Ich muss ja hier, auf jeden Fall auch runtergehen. Logischerweise, sonst haben wir ja die Abfahrt nicht. Also, dann machen wir das so, dass wir hier... Die Weiße, das haben wir da angeschlossen. Das würde ich dann auch noch mal ein bisschen ändern wollen hier. So, das ist erstmal unterschiedlich angeschlossen. Hier haben wir ja jetzt das, was aufeinander trifft. Ich würde auf jeden Fall dich hier so anschließen. Das drehen wir natürlich dann hier. Und dich würde ich dann dort in die Gegend... Ich hätte es auch viel einfacher bauen können, hätte ich gedacht. Und hier würde ich natürlich auch dann schauen... warte mal. Ich hätte erst einfach diese Abfahrt hier bauen können. Und nicht diese zweispurigen hier zwischendrin. Das wäre viel besser gewesen. So. Noch hier machen wir das. Erstmal das überkreuzen. So. Machen wir hier so. Ich würde auch sagen, dass wir das hier dann so machen auf die Weise. Und dann peilen wir das hier aus der Richtung wieder an. Das so. Das ist nur falsch rum wieder, ne? Ja. Das ändern wir gleich. So. So machen wir das. Wild durcheinander, nicht gleich. So machen wir das. Dann können wir hier nochmal hingehen. Machen das weg. Und gucken mal, dass wir den vielleicht auch schon mal so weit vorbereiten, dass das hier einigermaßen funktionieren könnte. Also wir gehen hier hin und bauen hier dann diesen Bogen mit rein und bauen dann hier hinten den Freeway rum. So als S. Das müsste halt gehen, finde ich, oder? Das gleiche machen wir dann kurz mal auf der anderen Seite noch, dass wir hier natürlich durchgehen. Und halt hier den Anschluss dann haben werden. So, gut. Das ist okay. Das heißt, wir hätten hier diesen Bogen. Die Start- und Landebahn ist auch in Ordnung. Jetzt geht es halt darum, dass wir hier das, bevor wir es vergessen, natürlich hier nochmal ein bisschen, ne, erweitern. Weil es sollte jetzt nicht gerade ein Berg sein. Also, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft, dass wir hier das angeschlossen haben. Jetzt wird es teuer. Aber so ist es. Und ich würde jetzt natürlich hier an dieser Stelle bei diesem Flughafen gucken, dass wir natürlich noch mal ein bisschen weiterkommen. Und zwar würde ich jetzt hier natürlich am mittleren Flughafen können wir nur bauen. Also hier Anlegestelle. Dann machen wir hier eine mittlere rein. Hier eine mittlere. Die großen mache ich dann weiter außerhalb, würde ich sagen, oder? Hier eine zwei mittlere. Ich habe am Ende des Tages eh viel zu viele davon. Das ist immer so bei mir. Hier nochmal eine. So, damit wir erstmal so ein bisschen die Wege hier machen können. Also wir haben ja hier die Abfahrt. So, dann machen wir ganz kurz Pause. Ich würde das gerne nochmal hier ein bisschen ändern. Das ist okay. Finde ich auf jeden Fall. Dann würde ich hier gerne den Anschluss machen. Hier rüber. Und hier rüber. Zu hier rüber. So. Die verbinden wir so. Und hier lassen wir eben die Leute nach vorne. Man könnte hier dann wieder anschließen. Also machen wir das so.
Ich möchte ja eh so ein bisschen Zwischenverbindungen noch machen. Das ist wichtig, auf jeden Fall, dass die nicht alle den Weg immer fahren müssen, sondern dass wir halt hier zum Beispiel auch so eine Querverbindung dann durch haben. In dem Fall müssten wir hier nochmal ein bisschen weiter bauen mit den, Stellen hier. So, dass wir zum Beispiel sagen könnten, das ist nicht das, was ich sagen wollte, hier nochmal eine Querverbindung haben. Hier soll nach vorne gehen. Also. Ach ja. Ich will das auch hier ein bisschen unterschiedlich haben. So, raus. Rein. Bringt uns nichts. Das bringt uns hier aktuell nichts. Wir müssen aufpassen, in welche Richtung wir das bauen. Also, bis jetzt ist es so, dass sie alle hier rum müssen. Wir können natürlich hingehen. Wir können halt hier hingehen und können solche Verbindungen aufbauen. So, die Richtung. Das heißt, zum Raus... Achso, das ist halt... Nee, das ist rein. Boah, ich bin absolut durcheinander gerade. Wie gesagt, die sollen ein paar Verbindungen haben. Im Endeffekt sieht es erstmal komisch aus, aber wir werden ja hier eh betonieren. Ne? Wir werden hier ja eh betonieren. Wie habe ich das denn sonst immer so gemacht? Wie gesagt, die kommen ja nur hier rüber rein. Können dann hier jetzt so ein bisschen die Abkürzung nehmen. Hierfür, für diese drei oder vier. Und hier die Abkürzung für diese vier. Ist halt die Frage, ob das so... cool ist, was wir hier gemacht haben. Oder nicht. Kreuzungen besser sind. Ich denke mal, da müssen die nicht immer um die Kurve. Ich sehe schon, wir werden auch noch den Flugzeugstau herbekommen. Das ist gar kein Problem. Wir haben schon den Helikopterstau, wir haben den Zeppelinstau. Ich würde es nicht wundern. Ich würde hier gerne eigentlich nochmal ein Terminal dann hinbauen. Gibt es zwei Tower? Terminal ist ja schon Tower. Ich glaube nicht, dass es zwei Tower gibt, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, und hier würde ich jetzt halt damit betonieren. Würde das erstmal so ein bisschen integrieren. So, weil wie gesagt, hier irgendwo Pflanzen hinzubauen, das macht wenig Sinn. Das machen wir um die Start- und Landebahn, machen wir das ein bisschen, aber hier ist halt einfach betoniert. Gerade wo wir diese ganzen Wege haben, weil dann sieht das nicht mehr so durcheinander aus mit diesen Wegen, sondern wirkt dann halt auch ein bisschen besser, also sieht dann ein bisschen besser aus, finde ich. So, und auch den hier machen wir noch voll. Sparen wir uns nämlich diese Objekte. Und jetzt haben wir hier natürlich eigentlich auch betonieren, ne? Eigentlich auch einfach durchbetonieren. Einfach durchbetonieren hier. Ja. Dann wäre das erstmal hier auf die Weise. Und da fehlen uns jetzt halt noch jede Menge Sachen. Also wir müssen erstmal Stufe 3 dann noch erreichen. Das dürfte jetzt natürlich ein bisschen schneller gehen. Ich meine, 5000 Passagiere ist jetzt nicht das große Problem. Aber das dürfte jetzt hier ganz gut funktionieren. Ich guck mal hier. Oh, jetzt wollte ich gerade verkaufen. Mann. Schon das Gefühl, dass es nicht besser wird. Okay. Genau, das ist hier so unser Elkle. Da müssen wir halt auch mal schauen, dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen ausbauen. Die kommen... Das Problem ist, so rein logisch betrachtet, ist das hier hinten halt auch nicht richtig. Weil wir haben bis jetzt einzig und allein den Weg, der hier reingeht, aber keinen, der hier hinführt. Den müssen wir bauen, wenn halt hier dieser Bereich dann
Wenn wir da nochmal so mit den Flugzeugen hier, mit diesen Flugzeugpositionen gearbeitet haben, dann machen wir das. Dann machen wir hier nochmal so einen Zugang dazu, dass die halt auch hier hinkommen, ne? Weil aktuell kommen die ja da nicht rein. Und hier kommt eben dieser Bahnhof hin. Das lohnt sich, glaube ich, weil hier die Gleise sind. Ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier. Das ist der Anschluss. Der ist hier auch ziemlich wild durcheinander, was ich sehr, sehr schön finde. Nicht hier so perfekt aussieht. Machen das erstmal so im groben Stil, dass wir halt hier so die Sachen gemacht haben. Ich finde das ganz cool, wenn es hier eben so unterschiedlich dann auf beiden Seiten ist. Obwohl man sagen muss, so diese Seite und diese Seite sind ja auch so ein bisschen übereinstimmend. Obwohl, ne, hier müssen wir ein bisschen, hätten wir ein bisschen mehr Bogen gebraucht, damit das dort vielleicht noch so aussieht. Naja. Aber ihr wisst, ich mag das nicht, wenn das überall immer gleich aussieht, als wäre es gespiegelt. Das ist nicht so meins. So, da haben wir das hier. Soweit das hier. Das heißt, der Flughafen, der geht seiner Wege. Da können wir jetzt momentan eh nichts mehr beschleunigen. Wir können hoffen, dass diese Positionen hier angenommen werden. Und wir gehen dann mal davon, oder hoffen mal, dass der Flughafen hier, der Flughafen sage ich schon, dass wir hier zeitnah eben den Bahnhof mit reinbekommen. Das heißt, wir hätten hier die U-Bahn. Wir hätten hier die U-Bahn. Ich weiß nicht, ob wir hier eine U-Bahn haben. Wir haben hier den Bus und wir hätten hier hinten den Zug. Ja, ich glaube, das ist alles sehr schön weit auseinander, dass wir das vielleicht irgendwie hinbekommen. Es ist halt sehr teuer. Das heißt, wir brauchen halt die Fluglinie, weil momentan machen wir nur 25.000 Miese, aber Einnahmen haben wir nicht. Die Einnahmen bekommen wir, wenn wir hier Stufe 3 werden und eben das Gebäude bauen für unsere eigene Fluglinie. Ja. Und erst dann werden wir hier wieder grüne Zahlen schreiben. Das müssen wir jetzt ein bisschen überbrücken. Das geht nicht anders. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir ziemlich zeitnah eben das hinbekommen. Wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel und alles fehlt noch. Der Bereich hier sieht ganz schön aus, wie man hier sieht. Also der integriert sich ganz schön. Das werden wir hier natürlich nochmal ein bisschen erweitern und ausbauen. Aber so in diese Richtung halt möchte ich das hier auch machen. Und dann gucken wir mal, dass wir das Stück für Stück da miteinander verbinden und den Flughafen dann halt so wirklich schön hier mit reinbekommen. Hier bin ich mir noch nicht so sicher, ob das bleiben wird. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. Ja. Müssen wir mal schauen. Das gefällt mir momentan nicht ganz so gut. Ja. Das werden wir sehen. Gut. Wie gesagt, Flughafen ist halt nicht wirklich beliebt. Das ändert sich aber dann, denke ich mal. Aktive Flüge haben wir 3 momentan. Was natürlich nicht so viel. Wöchentliche Passagiere 50 ist auch nicht unbedingt so viel. Man sieht es ja hier dann nochmal, denke ich. Hier. Das ist ja mit drin. Zählt das da mit rein? Nein, das zählt gar nicht hier mit rein, sehe ich gerade. Das sind ja nur die Linien. Aber doch, es wird hier wahrscheinlich drauf gerechnet werden. Muss ja irgendwo. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber wir sind für diese Folge am Ende angekommen. Oh, krass, grüne Zahlen. Immerhin. Ja, das heißt, der Flughafen ist leider noch nicht Stufe 3 geworden, aber wir haben es soweit mal ausgebaut, dass wir halt den großen Terminal hier noch mit reingebekommen haben. Bin ich schon mal sehr happy, auch dass er Stufe 3 werden kann, der Flughafen, dass der Attraktivitätswert dann auch reicht, da bin ich auch sehr happy. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze noch ausschmücken, gucken, dass wir halt, wir haben jetzt eh wieder Wohnnachfrage, Gewerbe und auch hier für Arbeiter. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausbauen und werden gucken. Das ist so ein bisschen, ne? Geht das so ein bisschen runter. Werden dann schauen, wie das eben hier dann, wenn er mal fertig ist, am Ende des Tages aussieht. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Zeit lang wahrscheinlich ein bisschen rein investieren. Und halt gucken, dass das halt hier vorangetrieben wird. Flughafen ist halt irgendwie so ein bisschen was Größeres. Freue ich mich auch jedes Mal drauf. Es ist aber trotzdem für mich so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich halt einfach eigentlich, ja, dem gerecht werden möchte, was man da so alles bauen kann. Meistens, finde ich, fällt das immer sehr, sehr klein aus alles. Oder manchmal viel zu groß, ja. Hier ist halt Start- und Landebahn so. Ich hätte gerne nochmal 2 andere dabei gehabt, aber das lohnt sich halt hier wirklich nicht, ne?
Das lohnt sich hier wirklich nicht. Gucken wir mal. Guti, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und ja, ihr könnt auch gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde mich sehr, sehr glücklich machen. Wie auch natürlich eine Bewertung, wenn ihr die für dieses Video da lassen würdet. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Hier in All in One. Macht's gut. Bis dann und ciao.